Moin und herzlich willkommen bei Abenteuer Kastenwagen. Ja, die Sonne lacht und man kriegt richtig Lust, loszufahren. Wie viele von euch mitbekommen haben, bin ich ja lange auf der Suche nach einem 5,40 Meter Kastenwagen gewesen. 5,40 Meter deshalb, weil ich das Fahrzeug im Alltag benutzen möchte. Und das heißt für mich, ich möchte alle Situationen im Alltag bestreiten und ich bin da wirklich richtig zuversichtlich. Final habe ich mich jetzt für einen Sunlight Cliff 540 RT entschieden. Ein wunderschönes Fahrzeug mit Aufstelldach. Und ich stand bei meinem Händler, das Auto war gerade verfügbar und wir haben uns sofort ineinander verliebt. Perfekte Sache, den bekomme ich jetzt in etwa 3 Wochen. Und das heißt für mich, wir müssen schon mal schauen, was können wir an Basics draufpacken und was kann ich schon besorgen, damit mein nächster Ausflug sofort losgehen kann. Diese Kabeltrommel habe ich deshalb ausgewählt, weil sie ein orangefarbenes Kabel hat, was ich super finde, weil ich dann immer denke, wow, der Nachbar oder so fährt definitiv nicht über mein Kabel, weil man sieht es, finde ich, besser als ein schwarzes. Für mich ist es einfach so, erstens eine Kabeltrommel, es ist alles kompakt auf einem Haufen. Ich habe keine rumfliegenden Kabel, sondern ich habe alles perfekt in einem Teil. Die Kabeltrommel wiegt auch wirklich nicht viel und somit habe ich immer 25 Meter bei mir. Wenn ich jetzt mal an eine normale Steckdose möchte, habe ich mir hier noch ein Adapterkabel geholt. Somit kann ich hier die Kabeltrommel auch an einer normalen Haushaltssteckdose betreiben und brauche nicht unbedingt den CE-Anschluss, den wir auf dem Stellplatz oder auf dem Campingplatz haben. Und einen ganz großen Vorteil haben wir hier in diesem Stecker, der hinten noch einen Anschluss für eine Schuko-Steckdose hat. Also top, du kannst quasi dein Auto anschließen und kannst von da noch mit einer Schuko-Leitung weggehen, kannst vielleicht einen Elektrogrill oder von mir aus auch irgendwas nur dein Handy aufladen. Alles funktioniert. Was noch ein weiterer Vorteil von dieser Kabeltrommel ist, war mir vorher auch so nicht bekannt. Ich kann oder beziehungsweise ich muss sie noch nicht mal komplett abtrommeln. Viele haben ja das Problem, dass sie sagen, oh, eine 25 Meter Kabeltrommel ist Blödsinn, weil manchmal bin ich nur 5 Meter von der Steckdose entfernt. Ich kann 1300 Watt im zusammengerollten Zustand über diese Kabeltrommel beziehen. Denke ich, ist völlig ausreichend bei vielen Sachen, weil meiner Meinung nach verbrauche ich keine 1300 Watt im Auto. Dementsprechend für mich ein klares Daumen hoch. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Tipps geben, damit ihr auch schaut, was kommt auf mein Fahrzeug, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Und ja, vielleicht gefällt euch ja diese Kabeltrommel auch und ihr habt sie demnächst auch auf eurem Auto. Bis bald!